Es ist ganz einfach, wir fangen mal einfach von ganz vorne an. Was ist freie Software? Für freie Software gibt es eine tolle Plattform, nu.org. Das ist die Seite, mit der alles angefangen hat in der freien Softwarewelt. Mit GNU hat die freie Softwarebewegung begonnen. Freie Software ist im Vergleich zu proprietärer Software insofern unterschiedlich, dass ich weiß, was das Programm macht. Wir haben zurzeit ja die Situation so, dass jeder Mensch, der einen Computer benutzt, meistens Linux, das wäre schön, meistens Windows benutzt. Und Windows ist zum Beispiel keine freie Software, weil Windows geschlossene Software ist. Das heißt, geschlossene Software ist Software, in die ich nicht hineinschauen kann, von der ich nicht lernen kann. Ich muss vertrauen, dass der Programmierer, der mir diese Software verkauft oder leiht, entsprechend handelt, also moralisch handelt. Also ich kann nicht nachschauen, warum ist das Programm so, wie das Programm ist, sondern ich muss darauf vertrauen. Gut, wenn der Herr mir sagt, oder die Dame sagt, das Programm funktioniert, wie es funktioniert, habe ich keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Jetzt gibt es da diese freie Softwarebewegung und dazwischen gibt es noch die Open Source Bewegung. Und Open Source geht so weit, dass sie sagen, gut, ich zeige dir, was ich mache in meinem Computer. Das heißt, ich lasse dich hineinschauen. Du darfst schauen, wie meine Programme funktionieren. Du darfst sozusagen unter die Motorhaube des Computers schauen und entsprechend aha, es wird schon kommentiert. Finde ich gut. Das freut mich. Ja. Also ich habe das versucht, so gut es, also die Videos so gut es geht einzustellen, dass man genau weiß, was hier so los ist. Das Lustige ist ja, ich sehe mich nicht ruckeln, also wenn ich mich anschaue, aber es ist ja schon schön zu sehen, dass dass der Stream insofern funktioniert. So. Audio-Bitrate funktioniert, Software-Bitrate ist auch so, Video-Bitrate ist so hoch wie ich kann. Ja. Gut. Aber ich habe gehört, der Ton, der funktioniert. Ist ja schon ein gutes Zeichen. Wichtig sind ja eigentlich auch nur die Bilder, die ich so nebenbei zeige. Wenn das Bild ein bisschen ruckelt von der Webcam, dann akzeptieren wir das und arbeiten entsprechend damit. Also, um darauf zurückzukommen, was ich gesagt habe, was ist freie Software? Freie Software und Open Source ist entsprechend der unterschiedlichen Definition, dass wir bei Open Source von Programmen sprechen, die einsehbar sind, also quelloffen. Open Source ist Englisch für das deutsche Wort quelloffen und ich darf mir anschauen, was der Programmierer da programmiert hat. Unterschied zu freier Software ist aber, Open Source lässt die Bearbeitung nicht zu. Bei freier Software ist das aber der Fall, da darf ich nicht nur hineinschauen in das Programm, sondern ich darf das Programm auch verändern. Und ich darf die Veränderung mit Freunden teilen. Das heißt, so wie wir auf dieser Webseite sehen, gnu.org, das ist das Betriebssystem, die Bewegung hinter der freien Softwarebewegung, das klingt jetzt lustig, die Organisation oder die Gruppierung hinter der freien Softwarebewegung. Das heißt, damit
wird von dieser Seite ging alles aus. Da gab es einen Herrn, der hat Richard Stallman geheißen und der hat diese freie Softwarebewegung gegründet. Und zwar war das in den 80ern, 83 hat er die freie Softwarebewegung gegründet. Das ist der Herr. Und der hat das gemacht, weil er damals war frei Software immer frei. Das heißt, in den 80er Jahren hat man programmiert und hat mit dem, was man programmiert hat, den Leuten einfach gezeigt: Schaut her, das habe ich auf dieser Hardware zum Laufen gebracht. Was haltet ihr davon? Und dann hat sich das aber mit der Zeit gewandelt, dass die Leute aufgehört haben, die Software zu verschenken in diesem Sinne, dass sie die öffentlich zugänglich gemacht haben, dass jeder sie einsehen hat können. Und entsprechend wurde dann das abgeändert, dass die Leute nur noch codierte Software verschenkt haben oder versendet haben, ist der bessere Begriff. Dann gut. Danke für den Kommentar. Ja, und das ist es also. Also es geht darum, er hat diese Softwarebewegung gegründet und er hat das aus diesem Sinne gemacht, weil zu diesem Zeitpunkt, wo er das gestartet hat, gab es Druckertreiber von einer Firma, die den Quellcode nicht ihm zugänglich machen wollten. Und das heißt, hat für ihn geheißen, das akzeptiere ich so nicht. Also das war das Urheberrecht, was sie vorgeschoben haben. Sie zeigen also nicht den Quellcode. Und dann hat er gesagt, gut, wenn ihr eine Copyright-Bewegung seid, dann mache ich das Gegenteil und bin eine Copyleft und gründe die Copyleft-Bewegung. Und das war sozusagen, hat das alles mit diesem Herrn Stallman angefangen, als er eben diese Bewegung gegründet hat, weil er diesen Drucker nutzen wollte. Und seitdem ist das in Entwicklung. Die GNU-Bewegung, GNU ist wie in Informatik üblich ein Akronym, steht für GNUs Not Unix. Zu dem Zeitpunkt, wo die freie Softwarebewegung gegründet worden ist, war es nämlich so, dass das vorherrschende Betriebssystem am Markt, das war noch nicht Windows, das war Unix. Und von dem wollten sie sich abgrenzen und haben dieses Akronym GNU's Not Unix, also GNU ist kein Unix, erfunden und genutzt. Wie gesagt, der Gründer Richard Stallman, einer der wichtigsten Persönlichkeiten in der freien Softwarebewegung, aber nicht der wichtigste. Es gibt nämlich noch einige mehr neben ihm, zum Beispiel Linus Torvalds. Linus Torvalds ist jetzt nicht, ist im Gegenzug zu Richard Stallman, ist er aus Finnland, der mittlerweile in Amerika lebt. Und er ist insofern für die freie Softwarebewegung wichtig, weil er den Linux-Kernel erfunden hat. So, das hat er gemacht in dem Stile, wie man sich das vorstellen kann. Als junger Programmierer hat er sich seinen eigenen Computer zusammengebaut und nicht nur das, sondern er hat auch dann angefangen, sein System zu programmieren. Und dieses System, was er sich da programmiert hat, hat er dann ins Internet gestellt und hat den Menschen gesagt, ihr könnt das gerne nutzen, was haltet ihr davon? Und er hat es dann unter die GNU Public, also unter die GPL, die General Public License, das ist so
Die Lizenz für Programme, die man nutzt, wenn man etwas als freie Software veröffentlichen will, also nicht nur, aber so, also nicht nur, aber auch. Und das hat er gemacht und damit hat er der GNU-Bewegung, die sich nebenher weiterentwickelt hat, das letzte Baustein zukommen lassen, was sie gebraucht haben, was der Kernel war. Sie haben nämlich schon das Ganze rundherum für ihr Betriebssystem schon gebaut, aber der Baustein, der gefehlt hat, das war der Kernel. Und mit diesem Kernel haben sie nun ein ganzes Betriebssystem gehabt und seitdem kann man sagen, gibt es GNU Linux auf diesem Planeten und seitdem ist die freie Softwarebewegung mit einem System unterwegs. Sie sind auch schon so weit, dass sie weitere Kernel entwickeln. Also es gibt ja nicht nur den Linux-Kernel, sondern es gibt ja auch den Hurd-Kernel, Hurd, und das ist auch eine Variante, um ein System zu nutzen. Das war jetzt sehr detailreich, aber das macht ja nichts. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, gerne einfach die Fragen in die Kommentare schreiben. Ich sehe das hier neben mir und versuche darauf einzugehen, so gut ich kann. Wir gehen weiter. Also wir haben jetzt die wichtigsten Punkte einmal geklärt. Was ist ein Betriebssystem? Insofern, was ist ein freies Betriebssystem? Was ist freie Software? Also freie Software ist Software, die ich nicht nur nutzen darf, sondern die ich verändern darf und auch teilen darf. Das sind die vier Grundfreiheiten von freier Software. Die muss erfüllt sein, also die definiert, die sind so definiert und wenn sie erfüllt sind, dann gilt ein Programm als freie Software. Das heißt, wenn es zum Beispiel unter der GPL-Lizenz steht, dann ist es freie Software. Ganz ohne Wenn und Aber. Ja, und wir gehen weiter. Also das ist so der Grundtenor. Warum gibt es freie Software? Freie Software gibt es, weil geschlossene Software moralisch, also unmoralisch ist. Wenn man das in der Definition von Richard Stallman versteht, dann ist proprietäre Software, so wie sie Windows baut und Mac baut und viele andere Programmierer bauen, unmoralisch, weil sie dem Nutzer nicht zeigen, wie ihr Programm funktioniert. Und wir wissen ja, Wissen ist Macht. Und wenn ich den Benutzer nicht sage, wie das Programm funktioniert, habe ich eine gewisse Macht über diesen Benutzer. Und das ist unmoralisch in den Augen von Richard Stallman. Er wird sogar sagen, es ist undemokratisch, weil ich insofern kein Mitspracherecht habe, weil ich ja nicht weiß, wie das Programm funktioniert. Ich kann das Programm nur von der Person nutzen, indem ich ihm vielleicht Geld gebe oder es Freeware ist, dass ich es einfach runterladen kann. Aber ich brauche immer ein Grundvertrauen, weil ich nicht weiß, was in diesem Programm drin ist. Das ist bei freier Software nicht so. Bei freier Software kann ich genau schauen, was die Software macht. Das ist Open Source, also nicht nur Open Source, sondern auch Open Source, also quelloffen. Ich kann hineinschauen, aber ich kann es verändern und die veränderte Variante wieder den anderen Menschen zur Verfügung stellen. Das ist im Grunde freie Software und freie Software, wie viele wissen, ist überall im Einsatz und um das soll dieser Vortrag im Wesentlichen gehen. Also, wo gibt es freie Software? Wie kann ich moralischer handeln? Unter Anführungszeichen, also wie kann ich moralischer Computer nutzen, indem ich freie Software nutze? Also, welche Programme gibt es da als Alternativen zu den Programmen, die wir täglich nutzen? Und da gibt es jede Menge. Gott sei Dank. Also, wir nutzen ja jeden Tag schon unzählige freie Software. Allein wenn wir auf die Wikipedia gehen oder wie ihr gerade in diesem Video seht, ihr seid ja auch auf Facebook und ihr seht das ja auch, was hier passiert. Also, Facebook nutzt
zum größten Teil freie Software, das heißt, die ganzen Server, auf denen die Facebook-Software läuft, sind mit einem Linux-Betriebssystem betrieben, das heißt, darauf ist alles. Danke, das freut mich zu hören, dass die Qualität gut ist. Da ist alles, was wir so sehen im Internet, also 90% bestimmt, wenn nicht sogar mehr, sind freie Software-Betriebssysteme. Also die Server, auf der Server-Seite hat die freie Software bereits gewonnen, auf der Desktop-Seite, auf der Endnutzer-Seite ist das leider noch nicht der Fall. Warum das so ist, darüber wird von Fachexperten festgestritten, aber auf das gehen wir hier nicht ein. Und zwar zurück zu diesem kleinen Ausflug. Die Wikipedia ist zum Beispiel eines der Plattformen, die nicht nur auf einem freien Server laufen, sondern sogar mit einer freien Software laufen und die Inhalte selbst freie Software, also frei lizenziert sind. Also es gibt neben den Lizenzen für Computerprogramme, gibt es auch Lizenzen für Bilder, Text, Musik und Aufnahmen, also Tonaufnahmen. Und das ist die Creative Commons License. Was heißt das für mich als Nutzer, wenn ich jetzt freie Software oder freie Kunst, freie Kultur nutzen möchte, dann kann ich das tun, ohne Angst zu haben, verklagt zu werden. Weil freie Lizenzen mir immer sagen, was ich darf und was nicht. Das habe ich also bei kommerziellen, proprietären Produkten nicht. Da muss ich jeden Schritt, den ich mache, muss ich anfragen. Also da muss ich immer fragen, was darf ich? Also darf ich dieses Bild auf dieser Seite in meiner Zeitung nutzen? Das muss ich anfragen, das habe ich bei freien Lizenzen nicht. Da steht dann drin, zum Beispiel bei Wikipedia. Wenn man sich eine Seite aufmacht, dann sieht man ganz unten steht immer die Lizenz und da haben wir die Creative Commons Lizenz Attribution Share Alike. Das heißt, diese Seite, die Wikipedia, lässt mich diesen Text verwenden, wenn ich angebe, von wo habe ich den Text und wenn ich den Text unter die gleiche Lizenz stelle. Das sind eigentlich alle Bedingungen, die diese Lizenz zu mir sagt. Das heißt, ich kann sie überall verwenden. Ich brauche den Urheber oder wie bei der Wikipedia den ganzen Urhebern nicht sagen, für was ich das nutzen möchte, sondern ich darf es nutzen, solange ich die Lizenz einhalte. Gleiches gilt neben der Wissensplattform Wikipedia gibt es auch noch die Plattform OpenStreetMap. Das ist eine Seite für Kartenmaterial, die genauso gleich funktioniert. Das heißt, wenn ich auf OpenStreetMap bin, kann ich dieses Kartenmaterial ausdrucken, ich kann es selbst verwenden für Dinge, die ich möchte. Oder es zum Beispiel auch in meine Webseite einbinden, um es zu nützen. Das ist bei proprietären Varianten wie Google Maps jetzt nicht der Fall. Da muss ich zumindest angeben, soweit ich weiß, bei Google Maps im Konkreten, wo ich es her habe. Und der Unterschied ist auch noch, dass Google Maps dich trackt. Natürlich, Google verdient mit dir als Produkt Geld. Deswegen ist es gratis. Bei OpenStreetMap ist das nicht so. OpenStreetMap ist eben auch freie Software und die verdienen nicht durch dich Geld, sondern wenn du dich einbringst. Es ist als Plattform so aufgebaut, dass jeder mitmachen kann, genau wie die Wikipedia. Jeder darf sich dort einbringen und zum Beispiel Wege, die einem auffallen, die vielleicht nicht ganz richtig sind. Kann man diese korrigieren? Man kann auch die
Häuserbezeichnungen korrigieren oder Wanderwege einzeichnen. OpenStreetMap ist zum Beispiel eine Software, die unter Wanderern sehr beliebt ist, weil sie bei Weitem besser ist als die kommerziellen Anbieter, weil kommerzielle Anbieter keinen Nutzen daraus schlagen, wenn sie gute Wanderwege anbieten. Aber OpenStreetMap braucht keinen Nutzen daraus schlagen, weil jeder, der sich einbringt, den Nutzen daraus bezieht, indem er das selber macht. Also wenn er sagt, ich gehe jetzt gern, was haben wir da, auf den Eggenriegel hinauf und da ist der Wanderweg so schlecht eingezeichnet. Ich will nicht, dass jemand ach gar stürzt, dann zeichne ich einfach den Wanderweg korrekter ein und die verschiedenen Höhenebenen ein, sodass niemand Probleme hat und sich jeder gut vorbereiten kann, bevor er zur Wanderung aufbricht. Das ist OpenStreetMap. Um aber zurückzukommen zu dem eigentlichen Grundprogramm. Also wir haben jetzt die Serverseite, wir haben ein Programm und wir haben die Inhalte darauf. Diese drei Faktoren können alle freie Software sein. Und was wäre zum Beispiel ein gutes Programm? Also ein gutes Betriebssystem, das man nutzen kann, um auf der sicheren Seite zu sein, wenn man freie Software nützt. Das wäre zum Beispiel Debian.org. Debian ist als Plattform eines der weit verbreitetsten Betriebssysteme. Es bildet den Grundkern von vielen anderen Betriebssystemen, wie zum Beispiel Ubuntu. Debian ist das einzig demokratische Betriebssystem auf diesem Planeten. Deswegen habe ich auch ein Debian-Shirt an. Und Debian kann man einfach herunterladen unter diesem Link www.debian.org. Und da kann man sich verschiedene Varianten, die man gerne ausprobieren möchte, herunterladen. Debian ist auch ein Live-Betriebssystem, das heißt, ich kann es am Computer ausprobieren, ohne es installieren zu müssen. Ich brauche nur einen USB-Stick anstecken an meinen Computer und dann kann ich darauf ein Debian installieren. Und wenn ich den Computer neu starte und vom USB-Stick boote, kann ich mir anschauen, wie dieses Debian live, also am Computer, ohne es zu installieren, weil wir es nur in den RAM laden, läuft. Debian ist bei weitem das stabilste System, aber nicht, weil die anderen nicht so stabil sind, sondern weil Debian es eine sogenannte Policy pflegt, dass sie Software lange abhängen lässt. Das heißt, sie lässt Programme wirklich lange testen, also lange Testzeiträume, die man eigentlich nicht gewöhnt ist von Programmen, weil bei einem Programm ist man eher gewöhnt, dass jemand das Programm nutzt und dass es, sobald es ein Update gibt, sobald es eine Aktualisierung gibt, wird das Programm auch aktualisiert. Das ist bei Debian nicht so. Bei Debian wird zuerst geschaut, gut, dieses Programm funktioniert auf diesem Level und solange das der Fall ist, nutzen wir es. Wenn es jetzt eine Aktualisierung davon gibt, dann schauen wir zuerst, ob diese aktualisierte Variante genauso gut funktioniert wie die bereits vorhandene, um nicht, wenn wir es abzudaten, das System zu zerstören oder zu zerschießen. Deswegen wird Debian gerne als Server-Software eingesetzt, weil sich Administratoren sicher sein können. Wenn ich diesen Server im Einsatz habe, dann wird dieser Server auch laufen und deswegen setzen auch viele große Konzerne und viele Firmen im Generellen auf Debian als Server-Software. Aber Debian kann auch als normales System genutzt werden. Das ist nicht zu unterschätzen, aber es gibt ja auch noch ganz andere Systeme, wie zum Beispiel Ubuntu. Ubuntu ist für den Anfänger, also für jemanden, der mit freier Software noch nichts am Hut hat, eine gute Startmöglichkeit, denn Ubuntu bietet all das, was man gerne haben möchte zum Beginn. Es funktioniert komplett out of the box, das heißt, es funktioniert, wenn ich es installiert habe,
gibt es kein Problem, die Software läuft ohne Probleme auf dem Computer und ist für Einsteiger super zu verwenden. Warum sage ich für Einsteiger? Natürlich gibt es für alles eine Steigerung, auch bei der Betriebssystemnutzung, weil Debian ist zum Beispiel schon etwas schwieriger zu nutzen als Ubuntu, weil Debian keine proprietäre Software in seinem Programm hat. Ubuntu hat allerdings das schon. Das heißt, wenn ich jetzt Hardware benutze, die einen nicht freien Treiber brauchen würde, dann bietet das Ubuntu an. Debian würde das von sich aus nicht anbieten, weil sie eben der freien Software, der GNU-Bewegung treu sind und sagen, wir pflegen nichts in unser System ein, was nicht auch freie Software ist. Deswegen kann es sein, wenn man Debian als System für den Alltag nutzt, dass manche Dinge nicht funktionieren. Also für mir persönlich, was selten funktioniert, sind so Wireless-Dongles. Das heißt, wenn ich mit meinem Laptop auf einen Beamer zugreifen möchte, der aber keine Schnittstelle hat, dann habe ich da ein Problem, wenn ich Linux nutze, weil dieses Dongle, also diese Verbindungsmöglichkeit zum Beamer, diese Funkverbindungsmöglichkeit zum Beamer in den, ich sage mal, 98% der Fälle nur proprietäre Software nutzt. Das heißt, da würde man anstehen. Wenn man jetzt moralisch handeln würde wollen, würde das bedeuten, du kannst diesen Beamer nicht benutzen, du müsstest dir einen suchen, der auch freie Software propagiert und entsprechend diesen nutzen. Insoweit haben wir jetzt einmal die zwei Grundbegriffe geklärt. Wir wissen jetzt, dass es Software auf allen Ebenen gibt und auch, dass es unterschiedliche Medien gibt, die unter freien Lizenzen laufen können. Also haben wir den Grundstock schon einmal, also die Philosophie und das Programm haben wir schon einmal abgehakt. Gehen wir auf die nächste Ebene, jetzt wo wir die Philosophie, das Betriebssystem haben, kommen wir zur dritten Ebene und das sind Programme. Das Tolle an freien Softwareprogrammen ist, dass man sie nicht nur auf freier Software nutzen kann. Das heißt, wenn man einmal anfangen möchte mit freier Software, kann man das ohne Probleme, indem man einfach die freie Software auf seinem Windows installiert, ohne dass man jetzt sein komplettes System löschen muss. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein freies Programm nutzen, herunterladen, ohne dass ich es ohne dass ich jetzt gleich das ganze System löschen muss. Und das beste Programm, das seht ihr eh, was die meisten nutzen, ist und bleibt der Firefox. Den Firefox gibt es schon ziemlich lange und der Firefox ist auch schon ziemlich lange im Einsatz. Das Tolle am Firefox ist, dass er den Menschen die Privatsphäre lässt. Das haben wir jetzt beim Chrome-Browser nicht oder beim Internet Explorer genauso wenig, so wie beim Safari-Browser, das ist der Mac-Browser. Die tracken, also verfolgen immer mit, was ich tue. Das macht der Firefox nicht. Der Firefox ist von Haus aus freie Software, das heißt, ich muss nicht glauben, wenn Sie da schreiben, Tech mit Respekt. Ich brauche das nicht glauben, sondern ich kann hineinschauen in das Programm, ob das wirklich der Fall ist. Ich kann schauen, funktioniert das Programm so, wie Sie sagen, und ich kann entsprechende Änderungen zum Beispiel vornehmen, wie es mir beliebt. Wenn ich es vielleicht auf anderen Plattformen zum Laufen haben will, kann ich das machen. Das kann ich mit einem Internet Explorer und Co. nicht machen. Und wie gesagt, wenn man den Firefox im Einsatz hat, ist man nicht das Produkt, wie zum Beispiel beim Google Chrome. Wenn man den Google Chrome nutzt, dann wird überwacht, was mache ich, wo befindet sich meine Maus, wie lange befindet sich meine Maus auf diesem Symbol, etc. Auch der Tastenanschlag, wie schnell schreibe ich, wie viel lösche ich beim Schreiben,
kann, wird auch mitverfolgt von Google, um mir benutzerdefinierte Werbung anzuzeigen. Das macht der Firefox nicht, weil der Firefox ist freie Software. Und von Mozilla, so heißt die Firma hinter Firefox, gibt es nicht nur einen tollen Internet Explorer, sondern sie haben auch ein super Mail-Programm in Angebot. Und zwar ist das der Mozilla Thunderbird. Thunderbird ist ein Programm für E-Mails. Das heißt, ich kann ganz einfach E-Mails damit nutzen. Ich kann mehrere E-Mail-Adressen in diesem Mail-Client nutzen. Zum Beispiel Gmail, GMX oder von meinem eigenen Server. Ich persönlich habe sieben Mail-Adressen von unterschiedlichen Plattformen und von meinen eigenen Servern. Und für diese nutze ich ausschließlich den Thunderbird. Denn Thunderbird bietet alles, was ich brauche. Ich kann damit, habe eine tolle Übersicht. Ich muss mich nicht in jede Seite einloggen, um zu sehen, ob ich eine neue Mail bekommen habe. Ich mache mir einfach den Thunderbird auf und ich kriege alle Mails automatisch in einem Programm und habe sofort eine tolle Übersicht über die Mails, die ich so bekommen habe. Das Interessante am Thunderbird ist noch, dass der Thunderbird insofern fertig ist. Normalerweise würde man ja glauben, dass ein Programm immer wieder und immer weiter entwickelt wird. Also ohne Ende. Aber die Entwickler von Mozilla haben gesagt, nein, der Thunderbird ist insofern fertig. Wir machen nur noch Fehlerbehebung und pflegen vielleicht neue Features ein, neue Eigenschaften. Aber das Grundprodukt ist fertig, der Firefox funktioniert. Daran werden wir nicht mehr rütteln. Auch ein sehr interessanter Ansatz. Deswegen ist der Thunderbird auch so beliebt bei vielen, weil er, wie gesagt, gut abgehangen ist, wie die Programmierer-Community sagt. Er läuft auf allen Plattformen, egal ob Windows, Linux oder Mac OS X. Man kann ihn überall im Einsatz haben und hat damit keine Probleme. Und wie gesagt, wie bei jeder freien Software gilt, die Programme sind kostenlos. Also man kann sie einfach runterladen, ausprobieren und dann entscheiden, mag ich es nicht. Um gleich im Office zu bleiben, es gibt ja nicht nur Internet und E-Mail, man braucht natürlich auch ein Schreibprogramm. Als Schreibprogramm eignet sich wunderbar zum Beispiel LibreOffice. LibreOffice, viele kennen bestimmt OpenOffice. LibreOffice ist der Nachfolger von OpenOffice. Das heißt, es bietet all das, was ein Microsoft Office 2003 bietet. Das heißt, es hat auch noch diese Oberfläche. Viele Nutzer haben ja den Microsoft Office 2003 die Treue gehalten, insofern, da sie das Display, also die Nutzungsmöglichkeiten lieber benutzen als wie jetzt das Dashboard, was ja Einzug gehalten hat mit dem Microsoft 2008 bis zum 360er, obwohl sie da wieder ein bisschen zurückgegangen sind beim 360er. Aber LibreOffice bietet diese tolle Übersicht, man findet sich schnell zurecht, wenn man zum Beispiel den Computerführerschein hat, den ECDL, dann weiß man genau, gut, das Programm funktioniert sehr ähnlich. LibreOffice bietet all das, was eine Office Suite anbietet. Also es gibt ein Schreibprogramm, so wie es bei Microsoft als Word bezeichnet wird, so heißt es hier Writer. Es gibt ein Präsentationsprogramm, so wie es bei Microsoft als PowerPoint bezeichnet wird, so heißt es hier Impress. Und für Excel, so wie wir das alle kennen von Microsoft, heißt es hier Calc, also für Calculation, also für Rechnen. Natürlich gibt es auch eine Datenbank-Anwendung,
Und es gibt sogar ein Zeichenprogramm, das heißt, ich kann auch SVG, also skalierbare Grafiken malen in diesem Programm, um zum Beispiel, wenn ich einen T-Shirt-Aufdruck machen will, aber diesen Aufdruck auch gerne auf einer Leinwand haben will, dann kann ich das mit LibreOffice Draw, also mit dem LibreOffice zum Zeichnen, erstellen und ich kann dann diese Zeichnung auf in beliebigen Größen überall im Einsatz haben. Ja, neben diesen Office-Programmen brauchen viele Leute auch ein Videoplayer. Videoplayer gibt es eigentlich nur einen am Markt, den wirklich die meisten nutzen, und das ist der VLC. VLC bietet insofern sehr, sehr viele tolle Funktionen. Da es, glaube ich, keine einzige ja, Format gibt, mit dem der VLC Probleme hat. Also ich habe bis jetzt jegliches Videoformat, das es so gibt, habe ich mit dem VLC abspielen können. Der VLC, also die Video LAN Group, hat sich auch zum Ziel gesetzt, einfach jegliche Programme, also jegliche Videoformate zu unterstützen. Die einzige Krux dahinter ist natürlich, dass viele Formate, die existieren, natürlich nicht frei sind. Das heißt, MP3 ist ein gutes Beispiel, überhaupt die ganze MPEG-Serie. Das ist ein patentierter Algorithmus, das heißt, dafür müsste man Lizenzgelder zahlen. Das ist der VLC gut, der VLC gut gemacht, insofern, dass sie das von Haus aus mitliefern können und trotzdem als freie Software gelten dürfen. Also, wenn ihr noch keinen guten Videoplayer oder Musikplayer habt, weil unter vorgehaltener Hand, für viele ist der VLC auch ein guter Winamp, für die Generation, die noch Winamp kennt. Weil man kann mit dem alles abspielen, wenn man einen VLC auf einem Linux-Computer laufen hat und zum Beispiel ein DJ-Set auflegt, was ich auch hin und wieder mache, bin ich mir sicher, der Computer läuft die ganze Nacht, da brauche ich mir keine Gedanken machen, dass der abschmiert. Das funktioniert ohne Probleme. So, dann, was braucht man noch in einem Office-Suite neben einem guten Videoprogramm, einem guten Office, einem guten Mail-Programm und einem guten Browser? Natürlich auch einen guten PDF-Reader. Ich weiß, die meisten Menschen haben den Adobe PDF-Reader im Einsatz, aber das gilt das gleiche wie für die anderen Programme. Adobe ist keine freie Software, das heißt, ich weiß nicht, was Adobe im Hintergrund noch so macht. Ich muss ihnen vertrauen. Sumatra PDF lässt mich hineinschauen und ich finde Sumatra PDF erstaunlich, was das alles kann. Es ist ein sehr, sehr kleines Programm, arbeitet aber sehr, sehr schnell. Und für das Anzeigen von PDFs, also meine Empfehlung, wenn man umsteigen möchte und zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt weniger proprietäre Software nutzen, dann kann ich den sehr empfehlen, Sumatra PDF einfach herunterladen. Das gilt wie für alle freie Software, die kann man einfach herunterladen, ausprobieren und selbst entscheiden, ist das was für mich oder ist das nicht. Ich bin ein großer Fan davon. Also gerne einmal ausprobieren. Neben diesem PDF, was wird man noch brauchen? Man wird vielleicht auch ein Programm brauchen zum Videochatten. Wir sind ja alle in Quarantäne aufgrund der Corona-Krise. Wir sind alle zu Hause und chatten so mit den Menschen, die wir gern haben. Natürlich gilt da wieder das Gleiche wie für die anderen Programme gilt. Wenn ich jetzt einen WhatsApp-Video einschalte oder ein Zoom, was ja sehr beliebt ist, dann weiß ich, da schaut mir jemand zu oder zumindest muss ich davon ausgehen, dass mir jemand zuschaut, weil sie sich die Rechte dafür
Ja, sicher in den AGBs, also in den allgemeinen. So, AGBs, allgemeine Bedienungs. Ja. Also in den in dem Teil, die beschreiben, welche Rechte man allgemeine Nutzungsbedingungen. So, jetzt habe ich es. Benutzungsbedingungen. Und damit, das habe ich bei dem jetzigen vorgestellten Programm nicht. Jitsi ist eine einfache, freie Videokonferenzlösung, weil es baut auf XMPP auf einem Protokoll, einem freien Protokoll, das Videostreaming möglich macht. So, wenn ich jetzt den WhatsApp-Video-Call, die Facebook-Video-Call oder zum Beispiel Zoom nutze, da weiß ich nicht, wer schaut mir zu, wie funktioniert das eigentlich. Das habe ich bei Jitsi nicht. Bei Jitsi melde ich mich an. Ich mache auch einen Benutzer bei Jitsi selber. Aber ich kann auch sagen, nein, liebes Jitsi, ich habe meinen eigenen XMPP-Server. Ich möchte über diesen XMPP-Server mit den anderen quatschen. Noch einmal, XMPP ist das Protokoll. Und das kann ich dann ganz normal machen. Ich kann mir alles durchlesen, wie das Programm funktioniert. Ich kann mir durchlesen, wie das Protokoll funktioniert und wie die Verschlüsselung funktioniert. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wenn jetzt zum Beispiel WhatsApp sagt, ja, wir verschlüsseln unsere Software, das heißt, kein anderer kann zuschauen, muss ich trotzdem WhatsApp vertrauen, dass WhatsApp sich, also den Videostream, die Videoaufzeichnung nicht für sich selbst entschlüsselt. Weil dann ist es erst wieder nicht sicher. Und da bin ich mir bei freier Software ganz sicher, weil alles, was möglich ist, ist offen. Jeder kann es einsehen, jeder kann davon lernen und jeder kann sehen, gut, so und so funktioniert der Algorithmus zum Verschlüsseln. Dieser Algorithmus wurde noch nicht geknackt. Jetzt könnte man ja behaupten, wenn ich jetzt einen Verschlüsselungsalgorithmus entwickle, dann möchte ich ja, dass keiner weiß, wie der funktioniert. Weil wenn keiner weiß, wie er funktioniert, dann ist er sicherer, als wenn ich sage, Leute, so funktioniert mein Verschlüsselungsalgorithmus. Das wäre auch der erste Gedanke, der ist ja an sich nicht schlecht. Allerdings, wenn man jetzt Fehler macht, kann man diesen Verschlüsselungsalgorithmus, auch wenn er nicht öffentlich ist, knacken und diesen Fehler in deiner Verschlüsselung ausnutzen. Das heißt, die Software ist vielleicht, du fühlst dich sicher, weil keiner offiziell deinen Verschlüsselungsalgorithmus geknackt hat. Allerdings wurde er geknackt, ohne dass du es merkst. Also fühlst du dich in falscher Sicherheit und nutzt ihn immer noch, ohne zu wissen, dass er eigentlich schon geknackt wurde. Das ist jetzt, wenn ich den Verschlüsselungsalgorithmus online stelle, veröffentliche, insofern anders, weil wenn ich das so mache, dann sehen das viele, viele Menschen. Viele, viele Menschen können schauen, wie der Algorithmus funktioniert. Und wenn keiner dieser Menschen den Fehler findet, kann ich mir sicher sein, gut, dieser Algorithmus scheint sicher zu sein. Das kann ich, wenn ich es nicht veröffentliche, eben nicht sein, weil da braucht es nur einen, der draufkommt und schon ist es nicht mehr funktionell. Natürlich kann man das auch sagen bei einem Algorithmus, der frei und für alle zugänglich ist. Allerdings ist da dann der Fehler insofern drin, dass ja sehr, sehr viele Menschen drauf schauen können und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, wenn einer herausfindet, wie dein Algorithmus, dein Verschlüsselungsalgorithmus funktioniert, dass es auch noch einen zweiten gibt, der dir auch sagt, warum und wie man diesen Verschlüsselungsalgorithmus brechen kann. Ja, also Jitsi, eine gute Möglichkeit, um eben auch frei im Netz mit anderen zu chatten, für
sie ist eine gute Alternative zu Skype, ohne Frage. Und auch schon sehr, sehr lange in Entwicklung. Ich kann mich erinnern, ich hatte Jitsi das erste Mal 2013 oder was vielleicht 14, also 6 Jahre gibt es das Programm schon in der Qualität, in der man sie heute auch noch vorfindet. Man kann zu zweit in Gruppenchats Daten verschicken, alles, was man mit anderen Programmen auch kann, kann man mit Jitsi machen. Jetzt ist zum Beispiel ja, war ja die Information, dass ICQ es noch einmal wissen möchte. ICQ ist ja auch so eine Plattform, die sagt, mit der man chatten kann. Aber bei ICQ gilt das Gleiche wie für alle Programme. Solange das Programm nicht mir zeigt, wie es funktioniert, kann ich nicht davon ausgehen, dass es ein sicheres Programm ist. Jitsi zeigt mir, wie es funktioniert, daher ist Jitsi ein sicheres Programm. Auch ein tolles, sicheres Programm ist Signal. Signal ist zum Beispiel eine App, mit der man am Telefon zwischen verschiedenen Menschen sicher kommunizieren kann. Signal ist Open Source. Ich kann einsehen, wie das Programm funktioniert. Das ist meiner Meinung nach das Beste, also wirklich die beste sichere App am Markt. Viele sagen ja, Threema ist gut, aber Threema ist zum Beispiel nicht komplett Open Source. Das heißt, ich weiß nicht zu 100%, was in diesem Programm nicht funktioniert. Aha, eine Frage. Super. Lieber Markus, stellt mir die Frage, warum ist Zoom nicht sicher? Zoom ist insofern nicht sicher, weil ich bei Zoom ja nicht weiß, welche Verschlüsselung sie nutzen. Sie können mir zwar sagen, sie nutzen diese und diese Verschlüsselung, aber ich kann nicht nachvollziehen. Ich das heißt, ich kann nicht in das Programm hineinschauen, wie in ein Buch, um nachzulesen, warum nutzen sie diesen Algorithmus, wie nutzen sie diesen Algorithmus, um zu wissen, dass diese Verschlüsselung sicher ist, die da eingesetzt wird. Zoom ist insofern auch noch sehr fehlerbehaftet. Sie fixen zwar ihr Programm jetzt immer wieder und wieder nach, aber viele Fehler, die das Programm haben, werden erst zu einem späteren Zeitpunkt gepatcht. Als wie wenn es jetzt zum Beispiel freie Software wäre. Wenn es freie Software wäre, könnte ja jeder mitarbeiten, könnte ja jeder einen Patch einspielen. Also jeder einen Patch ist das englische Wort für Problemlösung, Software-Problemlösung einspielen, um diese Software dann entsprechend zu verbessern. Das ist bei Zoom nicht der Fall. Nimmt sich auch das Recht raus, dass sie mitschneiden können. Das heißt, was auch immer auf Zoom passiert, kann Zoom mitverfolgen. Außerdem ist Zoom ein amerikanisches Unternehmen. Sie mu müssen aufgrund des Patriot Acts auch den amerikanischen Geheimdiensten Zugang zu ihrem Programm ermöglichen, dass der amerikanische Geheimdienst, der NSA zum Beispiel, auch mitschauen kann. Edward Snowden, für viele, die ihn kennen, hat ja gezeigt, was nicht alles möglich ist, wenn man den Patriot Act einsetzt und wie viele Programme eigentlich kompromittiert, wie man in der Fachsprache sagt, also wie viele Programme unterlaufen sind, weil sie in Amerika also ihren Hauptsitz haben. Und wenn sie ihren Hauptsitz in Amerika haben, dann heißt das, sie müssen mit den amerikanischen Behörden, vor allem dem Geheimdienst, kooperieren. Facebook ist auch so ein gutes Beispiel. Alles, was wir hier teilen, posten, liken, schreiben, kann eins zu eins auch vom amerikanischen Geheimdienst ausgelesen werden. Ja. Danke für die Frage, Markus. Zurück zu Signal. Signal ist eben als freie Software
insofern gut, weil es die Verschlüssel einen die Verschlüsselung abnimmt. Für die Leute, die schon einmal E-Mails verschlüsselt haben, ja, E-Mails kann man verschlüsseln, das ist etwas schwieriger, weil man ja den Schlüssel, ich muss meinen Schlüssel mit dir austauschen, das macht Signal automatisch. Es fragt einen zwischendurch gerne mal, wenn jemand einen neuen Schlüssel generiert hat, weil er ein neues Smartphone hat, vertrauen Sie der Person noch, möchten Sie diesen Schlüssel akzeptieren, dann kann man das machen und dann funktioniert der Chat meistens reibungslos wieder. Das Tolle an Signal ist natürlich auch, dass man alles verschicken kann damit, also nicht nur Fotos, Videos, Tonaufnahmen, ja, GIFs in letzter Zeit, Emojicons, alles, was das Herz begehrt. Wenn ich mir überlege, wie das einmal angefangen hat, da habe ich es schon genutzt, also mit Redphone und Text Secure, so hat es zuerst geheißen, ist das, was wir heute haben an Signal, unglaublich. Vor allem auch die Desktop-App ist super, falls ihr das noch nicht genutzt habt. Signal kann man auch als Desktop-App nutzen, das heißt, wenn man jetzt am Computer sitzt und nicht dauernd aufs Handy schauen möchte, was ist schon wieder, warum bimmelt das die ganze Zeit, dann kann man das am Computer, indem man einfach am Computer die Signal-App installiert und mit der Signal-App, wenn man dann das Handy mit der App koppelt, kann man ganz normal am Laptop, ohne jetzt immer vom Laptop wegzuschauen, auch nebenbei viel schneller Textnachrichten schreiben mit einer Tastatur als wie mit dem Handy. Tolle Sache, nur so, nur zum Empfehlen. Also wenn ihr das noch nicht probiert habt und viel am Computer arbeitet, vor allem jetzt in der Situation der Quarantänesituation, ist das gerne eine gute Möglichkeit, um euch um schneller Nachrichten schreiben zu können, wenn ihr die Desktop-App nutzt. Ja, das wären einmal ein paar Beispiele für freie Software im Alltag. Natürlich gibt es auch viele Spiele, die freie Software sind. Und weil wir so viele Online-Seiten betrachtet haben, eine der berühmtesten Spieleseiten des Internets für Schach ist zum Beispiel lichess.org. Das ist auch ein freier, quelloffener Server, Schachserver. Da kann man, ja, man kann alles nachvollziehen und man sieht ja, wie viele Leute, unten sieht man zum Beispiel, wie viele Leute gerade spielen. 87.000. Also mehr als Villach Einwohner hat, fast so viel Einwohner, es spielen fast so viele Menschen dort Schach, wie Klagenfurt Einwohner hat. Und alles frei, alles quelloffen, ich kann alles einsehen und schauen, wie das Programm funktioniert. Die Plattform wird über Spenden finanziert, wie auch Wikipedia und die meisten anderen freien Softwareprojekte, die ich euch bis hierhin gezeigt habe. Aber Lichess ist natürlich nicht das einzige Spiel. Es gibt noch viele, viele andere. Aber das, weil ich jetzt im Browser viele Sachen gezeigt habe, ist das so das schlechthin. Was ich auch noch toll finde, ist zum Beispiel für Musikentwicklung LMMS.org, Linux. Ups, das ist die falsche Website. Mal schauen, wie heißt das? LMMS. Linux Multimedia Studios. Ah, IO. Also LMS.io ist die Seite für Musikbegeisterte. Also für Leute, die Fruity Loops gern benutzt haben und dergleichen. Einfach mal LMMS.io nutzen. Das Ding ist freie Software. Der Entwickler ist aus Deutschland, das weiß ich, weil ich mit ihm hin und wieder geschrieben habe, als ich seinen Wikipedia-Artikel verfasst habe. Sehr freundlich und die Software spült auch alle Stickeln, die man von einem Fruity Loops kennt. Es hat vielleicht nicht so viele Samples, aber da hilft das Forum aus, wenn man zum Beispiel bestimmte Töne gerne hätte, bestimmte Instrumente gerne hätte. Da ist das Forum sicher eine gute Möglichkeit dafür.
Und wie gesagt, es ist das gleiche wie bei anderer Freisoftware. Einfach herunterladen, einfach nutzen und schauen, ob es euch gefällt. Ihr müsst nichts es zuerst kaufen, um es nutzen zu können, sondern ihr könnt es einfach, danke liebe Ise, allgemeine Geschäftsbedingungen, ihr könnt es einfach nutzen und es ausprobieren und dann seht ihr, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Das ist das Tolle an freier Software. Hingegen bei proprietärer Software muss ich das Programm kaufen. Das heißt, ich kaufe mir zum Beispiel Fruity Loops und vielleicht sagt es mir nicht zu und ich wäre eigentlich eher mehr ein Guitar Pro Typ und kann das aber dann nicht mehr ändern, weil ich habe ja ziemlich viel Geld ausgegeben, wenn man sich überlegt, was so ein Programm kostet. Ja. Wenn wir schon in der Entwicklung sind, es gibt ja noch viel, viel, viel mehr Programme. Wenn man zum Beispiel, weil ich da jetzt auf Google bin, da gibt es auch andere tolle Suchmaschinen, die freie Software sind. DuckDuckGo zum Beispiel. DuckDuckGo ist eine Datenschutzsuchmaschine. Sie legen Wert darauf, dass der Datenschutz gegeben ist. Das heißt, sie verfolgen dich nicht nach, sie verdienen nicht durch dich ihr Geld, insofern, dass sie von dir persönliche Profile aufbauen und diese dann am Markt verkaufen. Das macht DuckDuckGo nicht. Weil wir gerade bei Musikentwicklung sind, da gibt es auch noch viele andere schöne Programme, wie zum Beispiel Audacity. Audacity habe ich zum Beispiel immer im Einsatz, weil Audacity das alles bietet, was man braucht, um zum Beispiel kleine Programme zu verbessern. Kleine Programme, kleine Tonaufnahmen. Wenn jetzt irgendwas rauscht oder irgendwas kratzt, dann kann man das mit Audacity super verbessern. Man kann das Rauschen entfernen und hat wieder eine tolle Tonaufnahme. Und es gibt auch natürlich freie Videos, Videoschnittprogramme. Eines der einfachen ist OpenShot. OpenShot kann alles, was man braucht, um jetzt ein kleines Video zusammenzufrickeln. Auch einfach herunterzuladen. Es ist für Linux, Mac und Windows nutzbar. Einfach probieren und schauen, ob es euch zusagt. Und falls ihr noch andere bestimmte Programme braucht, es gibt viele, viele Alternativen zu den bereits genannten. Es gibt aber auch sicherlich für euren Spezialfall ein Programm. Also ich habe es zum Beispiel bei Guitar Pro gehabt. Guitar Pro ist so ein Musikinstrumentprogramm, das einem anzeigt, wie bestimmte Noten zu spielen sind, man aber auch selber damit Musik produzieren kann. Das heißt, dass ich jetzt verschiedene Gitarre-Riffs, verschiedene Pianos, Schlagzeug etc. einbauen kann. Und da gibt es auch freie Alternativen. Das hat dann halt statt Guitar Pro, hat es halt Tux Guitar geheißen. Und das funktioniert auch super mit Guitar Pro Files. Das was gilt auch für die meisten Programme. Wenn ich jetzt mit einer proprietären Software aufmachen kann, dann kann ich es in 80% der Fälle auch mit dem freien Pendant dazu aufmachen. Es ist dahin kein Problem, nur der umgekehrte Weg ist natürlich das Problem, dass die proprietäre Software jetzt nicht die freie Software unterstützt. Das heißt, dass die freie Software nicht von der proprietären unterstützt wird, ist insofern aus der Geldlogik zu erklären, da sie ja versuchen wollen, ihr Programm weiter zu verkaufen. Was bringt es ihnen, dass sie jetzt freie Formate unterstützen? Außer die freie Software wird irgendwann so populär, dass es nicht anders, dass nicht mehr anders geht, weil schon so viele Menschen die freie Software nutzen, dass sie auch dafür den Standard in ihr proprietäres, also in ihr geschlossenes Programm einbauen müssen. Ja, soweit dazu. Also jetzt haben wir ja sehr, sehr viele Programme durchgemacht. Sehr viele haben wir uns gemeinsam angeschaut.
glaubt man gar nicht, was es alles gibt für die freie Softwarewelt. Und das hat, wie gesagt, alles angefangen mit GNU/Linux, das mit GNU/Linux als Betriebssystem, und das ist zurückzuführen auf den Herrn Stallman, der einmal einen Drucker nicht installieren konnte, weil er keine freie Software war. Was ich euch noch zeigen möchte, ist diese tolle Grafik. Es ist unglaublich, wie viele verschiedene Linux-Systeme es gibt oder Unix-Systeme. Es ist insofern so, wir haben früher von Debian gesprochen, das sehen wir hier, und wie viele Abkömmlinge Debian bereits hat. Das ist ja das Tolle an freier Software. Immer wenn ich hergehe und sage, das Grundsystem ist zwar gut, solide, aber mir fehlt dies und das, dann kann ich das entsprechend selber einbauen. Und das Tolle ist ja, die Grafik ist sehr aktuell. Man sieht, dass sich das Debian immer weiterentwickelt, so wie SteamOS ist ein Debian-Abkömmling, das heißt, die Steam-Plattform, eine Computerspiele-Plattform, nutzt selber Debian als Grundsystem, Raspbian nutzt Debian als Grundsystem, Raspbian ist eine Plattform, ist ein Betriebssystem für den Raspberry Pi, der Raspberry Pi ist ein kleiner, tragbarer Minicomputer, mit dem sich viel anstellen lässt, und der hat auch Debian als Grundsystem, genauso wie Ubuntu und viele andere. Und da merkt man, wie ich am Anfang erklärt habe, Debian ist so grundsolide, wenn man sich das in der Grafik anschaut, wie viele Striche da von Debian weggehen, wie viele Systeme Debian nutzen, unglaublich. Und dann merkt man, wie toll eigentlich freie Software sein kann, wie divers, also wie vielfältig und bunt wie diese Grafik freie Software ist, weil man den Nutzern die Nutzung frei zur Verfügung stellt. Jeder darf es nutzen, jeder darf es verändern und die veränderte Variante wieder den Menschen zur Verfügung stellen. Aber Debian ist natürlich nicht das Einzige, da gibt es auch viele andere tolle Programme. Ich habe halt Debian jetzt als Beispiel herausgenommen. Natürlich gibt es auch Red Hat, es gibt Arch Linux, es gibt Gentoo, es gibt sehr, sehr viele Betriebssysteme, die auf Linux aufbauen. Und wenn wir es schauen, 1992 hat der ganze Spaß mit Betriebssystemen in dieser Grafik angefangen. Und jetzt ist 2020 und es hört einfach nicht auf, was ein gutes Zeichen ist, dass freie Software weiterhin in dieser Nutzung ist und dass viele Menschen freie Software einsetzen. Ja, das war mein kleiner Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, gerne stellen. Bin jetzt noch ein bisschen da für ein paar Minuten. Also, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Und ich werde jetzt versuchen, so gut es geht, diese zu beantworten. Falls jemand nochmal zugeschaltet hat. Also wir sind durch viele Programme durchgegangen. Wir haben uns Musikprogramme, Kommunikationsprogramme, PDF, Homeoffice, Videoabspielprogramme, Office-Programme, E-Mail, Browser und Betriebssysteme angeschaut und natürlich die Philosophie hinter GNU, hinter freier Software. Also die vier Grundfreiheiten, dass ich ein Programm lesen darf, dass ich also ein Programm nutzen darf, es lesen darf, es verändern darf und die Veränderungen auch den Menschen zur Verfügung stellen darf. Das haben wir uns alles gemeinsam angeschaut. Was ich noch nicht gezeigt habe, ist der hier. Das ist der liebe Tux. Der Tux ist das Maskottchen, wie man vielleicht hier hinten auch sieht. Auf diesem T-Shirt, das ist ein Linux-Shirt. Heuer findet ja leider kein Linux-Tag aufgrund von Corona statt. Aber eigentlich, wenn man so einen Linux-Tag sieht in seiner Nähe, dann sieht man sicher auch einen Tux. Tux ist das Maskottchen
der Linux, des Linux-Kernels und auch ein Maskottchen in der freien Softwarewelt, sowie das GNU, also das Tier, das GNU. Und um Linux-Tage kurz zu erklären, das sind Veranstaltungen, wo jeder hinkommen kann, um Vorträge anzusehen, aber auch um Vorträge selbst zu halten. Leider ist es aufgrund von Corona jetzt nicht möglich. Wir hoffen doch aber, dass es im Herbst wieder Linux-Vorträge gibt, also Linux-Tage gibt. In der Zwischenzeit gibt es viele Vorträge, die man sich noch schauen kann. Also viele der Veranstalter sind auch so, dass sie sagen, gut, wir leben den freien Gedanken, wir zeichnen die Vorträge auf und wenn die Vortragenden damit einverstanden sind, dann stellen wir das ins Internet. Also wenn man Linux-Tag oder Linux-Day, wie es auf Englisch heißt, auf YouTube oder auf dem Chaos Computer Club Server eingibt, dann wird man es fündig. Da gibt es jede Menge, oder Vimeo als Videoplattform, da gibt es jede Menge Videos, da gibt es jede Menge Vorträge zu toller Software. Ich habe heute ja nur Endbenutzersoftware vorgestellt. Es gibt ja viel, viel mehr. Wenn man sich mit der Materie genauer auseinandersetzt, kann man ja auch verschiedene Lektüren dazu gibt, lesen. Also nicht nur so Maskottchen gibt es, es gibt ganze Zeitschriften zu freier Software. Ich habe hier jetzt einmal die Linux-Welt, aber es gibt auch die Linux-User, es gibt die CT. Also es gibt sehr, sehr viele Zeitschriften. Das war nur aus dem deutschen Bereich. Natürlich gibt es international viel, viel mehr. Und natürlich auch Literatur. Ich habe da auch ein Buch, das ich besitze, zu freier Software mitgebracht. Das ist Linux 2013. Das habe ich bekommen zu meiner LAB, als ich die Lehrabschlussprüfung gemacht habe. Und das schaut imposant aus, weil es es auch ist. Das ist ein richtiges Gesamtwerk zu freier Software mit unterschiedlichen Nutzungen in allen Bereichen, was freie Software nicht alles kann und wo man sie nicht überall einsetzen kann. Und wird noch heute weitergeschrieben. Also jedes Jahr gibt es eine neue Version davon, aber mir reicht die 2003er auch, weil ich ja nicht so up-to-date sein muss mit den einzelnen Kapiteln, sondern es ist ein gutes Überblickswerk und das wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Also Linux-Literatur gibt es auch sehr, sehr viel, also überhaupt freie Software-Literatur. Und das Tolle ist, die meiste Literatur zu freier Software ist auch gratis. Das heißt, wenn ich, so wie die vier Freiheiten es besagen, wenn ich wissen will, wie ein Programm funktioniert, sind die meisten, die freie Software entwickeln, so moralisch auf der richtigen Seite, dass sie nicht nur sagen, da könnt ihr, da habt's den Code, den Quellcode, schaut euch den durch, sondern da habt's den Quellcode und da habt's das Handbuch dazu, also sie schreiben auch Manuals, wie ihr Programm funktioniert, was die einzelnen Variablen heißen und damit kann man super lernen, wenn man das möchte, wenn man verstehen möchte, wie seine Programme funktionieren. Ja, das ist der Grund, warum ich freie Software einsetze, weil freie Software die moralisch richtige Variante ist. Man kann lernen, man ist auf der sicheren Seite, weil man das Programm untersuchen kann, man kann es ändern, wenn man es ändern möchte und man ist nicht abgeschottet, sondern man arbeitet ja gemeinschaftlich, weil man ja die Software mit anderen teilt. Das sind so die Gründe, warum ich freie Software einsetze und warum ich auch solche kleinen Videos, klein, jetzt läuft jetzt auch schon eine Zeit lang, mache und diesen Vortrag aufgrund der Corona-Krise halt jetzt live im Internet, anstatt bei uns in der Erde, in der Wilreuther Straße 9, euch diesen Vortrag so näher bringe. Ja. Ah. Sind auch noch Menschen zugeschaltet. Es freut mich.
Ja, und wenn es keine Fragen mehr gibt, dann werde ich diesen kleinen Stream beenden. Die Software, die ich hier zum Einsatz des Streams benutzt habe, war OBS, ebenfalls eine Open Source Lösung, die heißt, die für Open Broadcast Software steht, auch schon etabliert in der freien überhaupt am Programmmarkt. Die wird auch von vielen YouTubern und Twitch-Nutzern eingesetzt. Eine super Sache. Ich habe euch natürlich jetzt nur Programme vorgestellt. Es gibt auch Programmiersprachen, die frei sind. Ich nutze zum Beispiel gerne Python, aber auch viele andere gibt es wie HTML, Java und C. Also manche sind ja schon nicht nur frei, sie sind sogar Standardsoftware. Es gibt Protokolle, also so wie XMPP, das wird ja irgendwann zum Standard. Das heißt, wenn etwas zum Standard wird, dann müssen die anderen es auch unterstützen und dann ist es für alle frei zur Nutzung. Ja, das ist das Tolle hinter freier Software. Das Tolle, um abschließend zu sagen, das Tolle an freier Software ist, dass freie Software für jedermann und jede Frau nutzbar ist, jeder kann davon lernen. Die Grundmotivation, warum man freie Software schreibt, ist eine moralische, aber, so meine ich auch, eine der Drang, der Wissensdrang, etwas lernen zu wollen und dieses Wissen mit anderen teilen zu können. Das finde ich so schön an Software, an dieser freien Softwarebewegung, dass ich das unterstütze. Mit diesen Videos, mit Streams, mit Beiträgen und mit Programmcode, aber auch politisch, dass ich das auch fordere, dass wir in der Gemeindepolitik auf freie Software umstellen, um auch nicht nur für uns Software zu entwickeln, sondern diese Software dann auch zu veröffentlichen, um anderen Gemeinden helfen zu können. Und wenn das alle machen, dann profitieren auch alle davon. Das ist das Tolle an freier Software. Wenn ich einen Fehler in einem Programm finde, dann kann ich diesen Fehler beheben und dann ist dieser Fehler bei allen behoben, die freie Software einsetzen. Und das ohne Geld. Einfach aus reiner Nächstenliebe, aus reiner Lust am Entwickeln von Programmen, aus reiner Lust am Lernen. Also am reinen Lernen. Und das finde ich halt schön, dass es sowas gibt. Und deswegen setze ich mich da auch fest dafür ein. Ja, so viel dazu, so viel zu mir. Ja, ach gut, Franz zum Forken. Ja, natürlich kann man nicht sagen, wenn Programm geforkt werden. Forken heißt überhaupt, das heißt, man nimmt den Programmcode und entwickelt es auf einer eigenen Basis weiter. Gabeln, zergabeln, kann man sagen. Natürlich kann man das als Negativseite sehen, wenn man sagt, gut, jetzt gibt es schon so viele Möglichkeiten. Wie soll man sich da noch auskennen? Aber so ist das halt im Leben. Man kann ja sagen, man sucht sich die Hauptentwickler aus, die was das gegründet haben, oder wie bei OpenOffice und LibreOffice, wie ich am Anfang genannt habe. OpenOffice gibt es ja weiterhin, nur LibreOffice ist jetzt das wesentlich besser entwickelte. Natürlich kann man da leicht den Überblick verlieren, wenn man sehr detailliert arbeitet, wenn man aber als Endbenutzer einfach die Programme nutzt, die überhaupt als Standard anerkannt sind, wie Mozilla, Firefox, Thunderbird, VLC und dergleichen, dann wird man mit Fork-Probleme, mit Forking Übersicht verlieren, nicht viele Probleme haben, sondern man ist auf der sicheren Seite, wenn man die großen Programme, die es so gibt, nutzt. Genauso wie vorher erwähnt, Wikipedia ist ja auch so ein großer Gigant. Natürlich gibt es viele kleine, die auch MediaWiki als Programm nutzen, aber wenn man sich an die Großen hält, beziehungsweise an das, was man braucht,
so wie bei Debian, wie ich es vorher gezeigt habe, diese vielen verschiedenen, diversen Stränge. Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel für Forking. Diese verschiedenen Stränge, die es da gibt, ich sehe das als Stärke, wenn es bunte Lösungen gibt. Das heißt, je mehr, desto besser und je mehr, desto mehr Lösungen gibt es für Probleme. Und das ist eine gute Möglichkeit, die eben auch nur in der freien Softwarewelt existiert. Das wirst du bei Microsoft nicht finden. Bei Windows gibt es immer eine neue Variante, wenn der Chef das sagt. Bei freier Software gibt es eine neue Variante, wenn jemand sich das wünscht. Und so kann man das machen. Natürlich gibt es dann diese zwei Lager, dass man sagt, da gibt es das Lager der Bewahrer. Also so wie Debianer sind wirklich Bewahrer insofern, dass sie versuchen ja ihr System so gut es geht zu bewahren in dem Status, in dem es ist und nur Aktualisierungen alle paar Jahre als Standard zu fixieren. Das sind Bewahrer. Aber es gibt auch die Cutting-Edge-Gruppe, also die, die immer auf dem neuesten Stand sein will. Diese Gruppe ist so der Gegenpol zu den Bewahrer. Also da gibt es die Hochaktuellen und die Bewahrer. Und dann kann man für sich selber herausfinden, was bin ich eigentlich? Bin ich jetzt mehr jemand, der etwas haben will, das stabil läuft? Oder bin ich jetzt jemand, der etwas haben will, das sehr neu ist? Und wenn ich selber entwickle, kann ich mich da ja abwechseln. Ich sage, mein System muss sehr stabil sein, aber wenn ich schon ein Videoschnittprogramm im Einsatz habe, dann will ich, dass das die aktuellste Version ist. Videoschnitt ist ein schlechtes Beispiel, weil das gern abstürzt, aber zum Beispiel bei einem Schreibprogramm, dass das alle Formate auch nutzen kann, die es so gibt, weil Menschen das so entwickelt haben. Ja. Soweit, so gut. Dann sage ich an dieser Stelle danke für euer Interesse, danke für die Teilnahme an diesem Live-Video, an meinem kleinen Info-Mittwoch, der ja aufgrund von Corona jetzt im Internet stattgefunden hat, anstelle von der Erde in Villach. Danke für eure Teilnahme. Man merkt, es wird auch schon finster. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Freude mit den vorgestellten Programmen, viel Freude mit der Philosophie hinter freier Software und ja, genießt die Zeit, habt noch einen schönen Abend und bis bald. Ahoi!